Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring, Folge 14. Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Ich verzweifle jetzt schon. Meine Finger jucken, ich starte jetzt mit dem Controller durch, will mit der Steuerung und mit der Hantierung ein bisschen besser werden. Irgendwann mal müssen wir unserem Nemesis nochmal gegenüberstehen, diesen elendigen Bär. Elden Ring, du, ich hasse dich, aber irgendwie liebe ich dich auch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's fucking do this. Und mit der Pause muss ich nochmal üben. Let's fucking do this. Halo sind Kindheitserinnerungen. Oh ja. Oh ja. So, hier sind wir. Ich habe gerade vorhin gemerkt, als ich meine Controller nochmal getestet habe, ich habe so ein leichtes Tearing, aber man kann bei Elden Ring nicht die Bildwiederholrate einstellen, fixieren. Fand ich echt komisch. Aber jetzt ist das Tearing weg. Ah ne, ist noch da, aber ganz leicht. Ihr seht es eh nicht. Meine Nachricht wurde bewertet, sehr schön. Her mit den Kuros. Also wie gesagt, mein Ziel ist es, mit Dual Wield klarzukommen. Ich habe da ein bisschen rumrecherchiert. Ich weiß, was the way to go ist. Und zwar, dass wir auf jeden Fall im Status die Kondition erweitern müssen. Wir müssen es schaffen, immer 30% unserer Maximal-Tragekraft zu belegen. Nur, also maximal 30. Das heißt, jetzt haben wir gerade maximal 50%. Wir haben 32... Kilogramm Gewicht, keine Ahnung, besetzt von knapp 60. Wenn wir 30% schaffen, das sind dann 90. Wir müssten 90 eigentlich idealerweise schaffen, um perfekt ausweichen zu können. Wer ist in dem Bandkreis da? Wer ist in... hier! Naja, du hast mir schon gesagt, dass wir den Bandkreis ausprobieren sollten. Und wenn wir schon hier sind, dann machen wir das, glaube ich, auch. Ich habe keine Ahnung, es steht hier... Gefängnis des Sturmhügels. Soll man den wagen? Wie viel habe ich denn? Wir haben 7268 Runen, die ich wahrscheinlich hier verlieren werde, wenn ich hier sterbe. Ach nee, die tauchen ja hier wieder auf, richtig? War das der oder was? Das war ein anderer. Wir sind nämlich hier. Wir hatten hier den hier, wo wir verreckt sind. Das war der Blut des Bluthundes. Empfiehlst du, ihn mal zu testen, den Sturmhügel? Wir haben hier in der Nähe auch unsere Einhöhle ist hier vor den Toren. Oh, nee, nicht vor den Toren. Wenn wir hier verrecken vor den Toren, ist halt blöd. Ich hoffe, wir tauchen dann wieder hier auf, da oben. Er ist halt schon ein langer Weg. Ah ja, der Bluthund war das Gute, glaub. Ja, und der Sumpfhügel? Ich hasse es, hier wieder aufzutauchen, weil dann müssen wir wieder durch die ganzen Gegnerschaft hier durch. Keine Ahnung. Naja, gut. Komm, wir versuchen es mal. Was haben wir denn zu verlieren? Komm, ich glaube hier den Nachrichten. Wache Gegner voraus. Einer hat es geschafft. Und Vorsicht vor Liebhabern. Okay. Wie geht das nochmal? Hier? Okay, die kennen unsere Geisterhunde. Nur 7.000 Runen zu verlieren. Ich verliere sie ja nicht. Wir wissen ja, beim letzten Mal war es ja auch so, die tauchen dann wieder hier auf. Immerhin. Oh Mann, ich sehe es jetzt kommen. Das wird wahrscheinlich eine schlechte. Warte. Erstmal Trockenübungen. Also wir haben schwerer Angriff, wir haben leichter Angriff und die Power Stance. So, springen hier. Ausweichen. Zack, zack, zack. Hier die leichten Angriff, ausweichen. Schwerer Angriff, ausweichen. Aber wenn du unten aufwachst, dann wird das interessant. Oh Mann, ey, jetzt machst du mir wieder Angst. Aber warum sollte ich da unten aufwachen? Nee, das ist doch Marika, glaube ich, oder? Das ist doch die Marika-Statue da hinten. Das heißt, wir theoretisch tauchen wir wieder bei der Marika-Statue wieder auf. Soweit ich mich nicht irre.
Hier, das da ist doch die Magicka-Statue. Ja, komm. True, oder? Gibst du mir recht? Komm, was soll der Geiz? Los geht's. Ich bin vorbereitet. Wir treten, jawohl. Okay. Wir haben nichts zu verlieren. Moveset anschauen. Warum passiert hier nichts? Kann mir jemand erklären, warum hier nichts passiert? Oh! Wo, 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 wo? Da! Okay, was kann der? Warum duckst du dich? Hör auf, dich zu ducken. Also, wir haben hier einen Schwertkämpfer mit Schild. Schild ist scheiße. Okay, bewegt sich schon mal langsam. Er hat... Ah, verdammt! Er hat eigentlich relativ langsame Angriffe. Sag ich jetzt. Ein Schmelztiegelritter. Bin vorbereitet, erzähle aus dem Off. Er war, in fact, nicht vorbereitet. In this moment, he knows he's fucked. Oh ja, komm, easy. Easy going. Hier sind dann immer unsere Sachen. Es geht. Der kann ja nicht so schwer sein wie der Bär. Der ist wenigstens nicht auf Rage-Mode ausgedacht. Der ist ziemlich entspannter Rino unterwegs. Das sollten wir hinbekommen. So, jetzt komm. Ausweichen. Ich muss ausweichen. Können wir Wölfe... Ach man, wir können nicht mal die Wölfe holen. Hab ich Schaden gemacht? Ja. Oh, pack was, falsche Taste. Ich muss dieses Event, diesen Attack-Event besser ausweichen. Ich weiche viel zu früh aus. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ganz locker bleiben, Alex, ganz locker bleiben. Jetzt kriegen wir hin. Nicht zu geizig sein, ist das Credo. Nicht zu geizig. Ich meine, ich hab ihm ja gut Schaden zugefügt. So ist er nicht. Also, eigentlich nicht, aber ein bisschen halt. So, wie sind halt nochmal seine Attacks? Border Attack, okay. Drei Attacks, okay. Und dann stampfen. Und das ist halt kacke. Wenn er hier... Der greift eher nach vorne an, glaube ich. Und stampfen. Wenn er die Stampfattacke macht, muss ich springen. Ja, ich muss mir erstmal sein Moveset anschauen. Bei dem Bär hat es ja irgendwann mal auch geklappt, dass ich das Moveset into hatte. Nur ich war einfach viel zu geizig. Ich muss lernen, deswegen versuche ich jetzt gleich am Anfang des Streams mich daran zu gewöhnen, nicht zu geizig zu sein, eher bedacht vorzugehen. Und wenn wir halt fünfmal oder so draufgehen, lieber gucke ich mir ganz entspannt sein Moveset an. Macht er hier die Porter-Attacke? Da macht er hier seine sein Wut-Dings. Ah, das ist neu. Ich darf, glaube ich, nicht springen. Nicht so oft springen. Ah, ich habe eigentlich gar keinen Plan. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Plan. Ja, vielleicht sollte ich jetzt einfach mal rangehen. Power Stance nutzen. Oder irgendwie so. Ach, keine Ahnung. Ich fühle mich wie so ein ängstliches Kind.
Wie so ein vermaledeites, ängstliches Kind. Einmal draufkloppen, viel ausweichen. Einmal drauf, viel ausweichen. Irgendwie so wahrscheinlich. Alter! Nein, nicht heilen, falsch! Da war seine Drecks-Power-Stance, ey! Kann, glaub, auch in den Attacken rein ausweichen oder knapp vorbei, dann... Ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich immer versucht, gerade beim Bär, aber gut, vielleicht ist der Bär einfach ein anderes Kaliber. In die Attacken rein ausweichen, dass man quasi hinter ihm ist. Gucken wir mal. Wird wahrscheinlich gegen Gegner abhängig sein, ob das klappt. So, ich nutze jetzt erstmal lieber die Power Stance. Oh Mann! Wie lang war das? Was hat das denn schon wieder? Okay, das war mehr als verzweifelt gerade. Wie oft sind wir jetzt eigentlich schon gestorben? Ich glaube jetzt mindestens 5 Mal, oder? Baller mal 5 raus. Locker 5 Mal. Oh. Nicht vergessen, in dem Moment, oh, wäre ich ja fast vorbei dran gelaufen. So, und nochmal. Waren bestimmt 5 Mal. Okay, los geht's. Siehst du, da ist man so darauf angewiesen, dass der liebe Wolf das macht und dann vergisst man das. Also hier, das ist zu langsam. Wahrscheinlich kleine Attacken. Oh Mann, ey. Und der hat ja eigentlich langsame Angriffe. Das ist ja eigentlich nichts. Das ist ja eigentlich gar nichts, was der drauf hat. Und verzweifle hier schon. Ich hab, glaub, ein bisschen Angst. So ein bisschen Angst habe ich schon vor dem. Deswegen traue ich mich nicht. Eigentlich ist er da. Zack. Ausweichen. Eigentlich. Noch seinen Angriff aufgeladen. Okay. Wir müssen da durch. Wir müssen da durch, dass ich auch langsam ein bisschen... Okay, der gehört echt viel Timing dazu. Ja, irgendwie schon. Timing ist ja, glaube ich, nicht so meins in dem Spiel. Das muss ich irgendwie mir aneignen. Ich war früher so gut im Timing. Wird einfach zu alt. Naja, du musst da nicht durch. Kannst auch eine weite Story machen, bis du stärker bist. Ja, das ist auch, das stimmt auch, ja. Oh. Ich bin so weit weg von einem Gegner.
Vergiss deine Wörter. Die kann ich hier nicht einsetzen. Habe ich gerade schon gecheckt. Die sind hier nicht möglich. In dem Bereich kann ich keine Wölfe einsetzen. Oh Mann, ey. Der ist zu heftig. Der reicht aber auch zwei Hits, das ist gemein. Ja, ich glaube, das ist das, was White Fox eigentlich damit meint. Vielleicht erstmal Story weitermachen, bis wir ein bisschen mehr Energie haben. Der nimmt mich richtig ran. Und vor allem, trotzdem die Tatsache, es gibt Spieler, die schaffen das ohne irgendwie gehittet zu werden. Was mache ich falsch? Schneller ausweichen? Vor allem, es wäre so einfach, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit hätte, zu blocken. Aber Aduobeat habe ich keine Möglichkeit zu blocken, das ist halt das Problem. Dunkler Wolf bewahrt White Fox vor dem Sturz aus krasser Höhe durch einen gezielten Faceklatscher. Das ist sehr informativ. Er bekommt 20 Fox Points. Überleg mal. Kann ich parieren irgendwie? Ich meine, wenn ich... Da gibt es solche Leute, die das schaffen, die haben ja aber... Ja, gut, stimmt auch wieder. Und kein Leben. Soll ich es mal mit Blocken versuchen? Habe ich meine Runen? Ja. Oder sehr viel Talent. Wurmi, hello bitches. Wie oft bist du denn jetzt schon bei dem Spiel gestorben? Bei dem Spiel 73 insgesamt. 73 Mal. Und jetzt gerade in diesen... Wie lange? 16 Minuten alleine schon knapp 8 Mal. So, wir versuchen mal jetzt mit Blocken. Ob ich mit Blocken mehr Chancen habe. Wow. Man muss halt auch die richtige Taste drücken. Wie wäre es denn damit? Was habe ich denn jetzt gerade für eine Taste gedrückt? Das war halt schlecht. Alex, der nimmt dich hier richtig auseinander. Ja. Du sagst es. Ich bin seine Bitch. Mit Blocken steht da und schaut her. Und nichts. Das ist irgendwie nicht so gut gelaufen wie geplant. Also, Blocken ist die Taste. Blocken. 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 Komm. Komm mit mir, Bro. Blocken. 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 Hilft nix. Blocken ist eine aktive Fähigkeit bei Schild- und Einhandwaffen. Oder halt bei Waffen, die nicht dual sind. Sobald man Dual hat, dann wird die Block-Taste zur Dual-Wield-Attacke. Alex, blocken, schlagen, Abstand gewinnen. Ja, ja, ich weiß doch. Eigentlich. Aber blocken bringt nichts. Blocken bringt nichts. Blocken bringt nichts. Weil blocken zieht bei mir Ausdauer. Blocken. Zack, zack, blocken. Zack, ausweichen. Blocken. Nee. Gibt Leute, die blocken die krassesten Angriffe. Ja, also doch. Ich muss doch versuchen mit blocken. Nur bei manchen Attacken, nicht bei allen. Okay, versuchen wir es nochmal. Blocken, ausweichen. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich fühle mich schlecht, ich fühle mich sehr schlecht. An sich war der Anfang gut, ein Treffer und weg. Leider direkt nach dem zweiten weg müssen. Aber der hittet auch so arg, ey.
Ohne Blocken. Blocken ist nicht the way to go. Der nimmt mir meine ganze Ausdauer weg und dann kann ich nicht ausweichen und dann sitze ich fest. Ja, vermutlich ist es nicht so gedacht, dass du den jetzt schon packst. Denkst du? Komm, letztes Mal. Letztes Mal noch. Und zack. Und ausweichen. Und zack. Ah. Oh Mann. Ah, komm schon. Wir machen es mal ganz anders. Ganz anders jetzt. Nicht dauerhaft, nur bei Angriffen. Ja, 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 deswegen. Ich will eine andere Taktik ausprobieren. Wir schalten jetzt nochmal einen Gang runter. Wir machen es jetzt ganz langsam. Wirklich Schlag für Schlag. Ein Schlag wegrennen, zum Beispiel. Du weißt manchmal aus, wenn er gerade gar nichts macht. Ja, ja, weil ich Angst habe. So. Jetzt warten wir erstmal. So, er muss jetzt seine Attacken machen. Der macht jetzt mal schön seine Attacken hier. Dann ist er ruhig. So, in der Phase sollte ich eigentlich angreifen. Jetzt macht er wieder seine Attacken. Geh weg. Halt Abstand von mir. Oh Mann. Ich weiß halt nie, wann er... Oh, jetzt macht er sein... Aha. Ah, Mist, hat er mich. Ah, shit. Ich versuch's mal, Angriff seitlich ausweichen. Immer nach... Aber hinten ausweichen ist immer scheiße. So habe ich beim Bär auch gemerkt. Hinten ausweichen ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Vor allem, wenn er halt so seinen Sprintangriff macht. Holy moly, ey. Wir sind 78 Mal gestorben. Das ist ein Rekord. Rekord. In keinem anderen Spiel. Und der hat auch ein fucking Schild, ey. Oh, ich hab da auf die Taste gedrückt. Komm, das war dumm. Ich hab, glaub, echt einfach viel zu wenig Energie. Zu wenig Energie. Glaube ich. Das ist grauenvoll. Ja, ja, ich weiß. Meine Moral sinkt gerade mit jeder Minute wieder. Deswegen, wir machen weiter mit der Story. Ich habe einfach viel zu wenig Energie. Das ist Fakt. Das ist einfach Fakt, dass ich zu wenig Energie habe. Und ich fühle mich langsam. Warum bin ich so langsam? Der hittet so langsam. Oh Mann, ey. Der läuft so langsam. Viel zu lahmarschig, der Typ. Du wirst wahrscheinlich auch wegen dem Gewicht. Ich hör auf, mich anzugreifen. Immer diese Ziegen. Alle wollen sie mich angreifen. Sieht echt langsam aus. Kein Ninja-Bild. Nee, eben. Das ist so der... Oh. Das ist alles so anstrengend für den. Aber gut, wir haben jetzt auch gerade erstmal 50%. Wir müssen auf 30% kommen, dann bin ich, glaube ich... Hör auf! Auf weniger als 50% kommen. Dann können wir wahrscheinlich besser hitten. Geh weg! Du bist eher Sonderlahmer Ritter. Halblahmer Ritter, ja, ja, genau. Fällt mir gar nicht. Ja, aber gut, ich habe auch die falsche Rüstung. Für ein Speedbuild bin ich auch viel zu schwer beladen. Das stimmt schon. Naja, gut, dann machen wir die Story weiter. Haben wir wieder draus gelernt. Im Mindset da. Ich weiß, wie ich spielen möchte.
Aber theoretisch keine Chance. Ah, Mann. Diese Ex-Kamera-Folge, ey. Ich will am liebsten blocken. Aber da müsste ich mich von Dual Wield verabschieden. Und das ist halt das, was mich nervt. Wer sich nicht treffen lässt, braucht keine Rüstung. Ja. Aber ich lasse mich zu arg treffen. Ja, der Manko an Dual Wield ist einfach keine Blockfähigkeit. Aber können wir eine Flasche? Wir haben eine goldene Saat. Seit wann haben wir eine goldene Saat? Menge, der mir, heilige Tränke. So, wir haben eine goldene Saat gehabt. Sehr geil. Der Stufenaufstieg. Kondition weitermachen. Gleich mal 2 Punkte. Dann haben wir schon mal 60. Dann sind wir auch ein bisschen schneller. Und, na, wir müssen beides. Wir müssen jetzt auch langsam mal hier, LP aufstocken, sonst haben wir ja immer dieses Problem. So. Ja, wenn wir eine gute... Ich glaube, wenn wir eine gute Einhandwaffe finden... Ich meine, theoretisch... könnte ich wieder auf... Ja, das ist schon viel, viel schneller. Und dann zack, blocken. Vielleicht doch blocken wieder. Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Mit oder ohne blocken, das ist hier die Frage. Da müssen wir jetzt hin. Irgendwo da hoch. Hä? Ach so. Wieder so ein Bild. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Du brauchst dieses Mini-Faustschild und eine schnelle kleine Waffe und dann nackt. Wahrscheinlich, dann bin ich mega schnell. Und dann trifft mich gar nichts mehr. Ein Pilz. So, die mache ich jetzt fertig hier. Ja, komm, komm, komm. Mist. Aua. Mann, ey. Sogar das war ja richtig mies einfach. Ich bin nicht zufrieden mit mir. Definitiv nicht. Überall stecken Pfeile in mir. Ich will mich treffen lassen. Ziemlich schlecht. So kann das nichts werden. Aber ach, du willst ja oder nein? Ja, aber auch das ist schnell. Ich blick's nicht, ey. Oh, jetzt haut dieses Ding auch noch ab. Ah, Dreckskäfer. Alle lachen sie mich aus. Oh, shit. Ah, cool. Oh, shit, das ist schon wieder so ein Katapult-Dingens. War eigentlich ganz geil. Wenn das Katapult auf den Gegner schießt. Du vergisst auch immer, dass du ein Pferd hast, ne? Ja, schon. Aber ein Pferd bringt mir nichts. Sobald ein Gegner kommt, muss ich eh absteigen. Den glaube ich immer. Vor allem hier würde es mir nichts. Ja, ich könnte dran vorbeilaufen. Einfach durchreiten. Aber ich muss auch die Gegner noch töten. Ich brauche doch Punkte. Du springst übrigens auch. Ach so, mit dem Pferd. Stimmt. Ah.
Da kommen jetzt einige wieder. Was mache ich? Warum heile ich mich immer im falschen Moment? Ja, aber hinter dem Katapult oder was auch immer da ist, schießt und dann hinten rausräumen. Okay, mach mal gleich. Ich muss jetzt hier erstmal das Problem hier lösen. Lass mich eine Stampfattacke machen. Ich glaube, das war gar nicht gut. Gib mir meine zwei Schwerter. Ah, das ist ja blöd. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Mann, einerseits will ich Dual Wield, andererseits Dual Wield kacke, weil kein Blocken. Ich weiß doch auch nicht. Den holen wir uns noch. Ist halt um einiges mächtiger. Schwert des Getreuten. Gut, mit dem Schild ist halt auch geiler. Haben wir ein Schild jetzt überhaupt gerade da? Noch mal kurz. Wir haben eh kein Schild. Wir haben tausende Schwerter, aber kein Schild. Wir kommen jetzt hier an diesen Dude vorbei. Du siehst aber mit die Pfeile, du hast... Was? Du siehst aber die Pfeile, du hast alles verkauft. Hatte Pfeile. Ja, ich habe alles verkauft, stimmt. Hä? Hallo? Einfach an ihm außen vorbei. Kann ich jetzt mit dem Ding ballern? Ach sorry, das waren zwei Nachrichten. Wir dürfen nicht. Einfach außen rum. Ah, das... Ich sterbe gleich. Na, komm, mach was. Tu was. So, und diese Attacke fehlt mir. Diese Konterattacke. Die brauche ich. Du würdest geblockt ausweichen, nicht nochmal draufhauen. Du würdest geblockt. Ja, aber diese Attacke, die du gerade gesehen hast, dieses Blinzeln, das fehlt mir bei Dual Wield. Du wurdest geblockt. Ach so, okay, verstehe. Wenn ich angreife und er blockt, dann ausweichen. Aber dann... Er hat deine Attacke abgewehrt. Dann nicht draufhauen, sondern ausweichen. Ja. Sonst tut er Dinge mit mir. Schreckliche Dinge. Okay. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal Einhand. Keine Ahnung warum. Vielleicht einfach so ein richtig geiles, großes Samurai-Schwert. Ja, warte, ich muss nochmal, um alles aufzuheilen. Ah ne, ich habe alle Flasks. Aber nur 5? 4? Wo ist denn der Rest? Hinsetzen oder... Nee, ich muss mich hinsetzen, ja. Jetzt müsste ich wieder... Jetzt habe ich wieder 5, okay. So, die Gegner sind wieder voll. Wir machen jetzt einfach weiter.
So, was kommt jetzt? Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Komm. Ist er böse? Ja, klar ist er böse, aber ist er böse böse oder einfach nur böse? Okay, meine Frage hat sich erübrigt. Dramatisch, theatralisch. Ich gehe einfach den Weg wieder zurück. Du Scheiße, ist der groß. Okay, ciao. Oh shit, kann ich gar nicht. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Nein, was mache ich? Falsche Taste. Oh Gott! Wieder zu geizig. Und Werbung müssen wir kurz reinballern. Machen wir auf jeden Fall. Und dann beenden. Ne, wir beenden erst die Folge und dann Werbung. Und dann packe ich den. Komm, das kann nicht sein, dass ich den nicht schaffe. Alle anderen schaffe ich nicht, aber den muss ich ja wohl hinbekommen. End the episode? End the episode? Also ich bin immer noch nicht klar meiner Sinne, welchen Bild ich jetzt machen soll. Einhand, Zweihand, Dual Wield, mit Ausweichen, ohne Ausweichen, Blocken. Aber eins ist klar, ich muss da irgendwie eine Taktik herausfinden, weil ich kann nicht vor allen Endbossen weglaufen. Vor allem jetzt muss ich irgendwie jetzt klarkommen, mich jetzt entscheiden, wie kämpfe ich jetzt zukünftig. Wir gucken beim nächsten Mal rein, ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, Rainer Fox. Jetzt fängt es wieder an, die Verpeiltheit. Fox out. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.